Noch immer ist Familie Weiss geschockt von den Wohnverhältnissen der Seelischs. Virginia und Andrew haben sich deshalb heute mit Olaf verabredet. Sie wollen ihn und seine Familie unterstützen. Auf ihre Art. 50 Stück wird ja wohl reichen, oder meinst du, wir brauchen einen Container? Wir nehmen die erstmal mit und dann werden wir immer noch sehen. Wenn wir anpacken, man sieht ja bei uns steht nicht viel rum, dann ist die Wohnung leer. Weißt du, bei denen. Also heute wollen wir auf jeden Fall aussortieren, ausmisten, wegwerfen. Tatsächlich da mal klar Schiff reinbringen. Man hat ja wirklich gesehen, es ist vollgestellt, zugemüllt, man kann kaum laufen. Ich habe wirklich Platzangst zum Teil gehabt. Die müssen schon alle mit anpacken. Ja? Also von daher geben wir denen eine Aufgabe, was die bis dahin zu tun haben, was zu machen haben, weil wir sind ja nicht den Müllabfuhr von denen. Es sei denn, er hat wieder Kreislauf oder hat irgendwelche Beschwerden wieder. Migräne. Das müssen wir schon gemeinsam machen. Ne? Wenn Eltern so leben wollen, sollen sie es machen, aber die Kinder können nichts dafür. Die werden irgendwo reingeboren und müssen das akzeptieren. Und das finden wir nicht in Ordnung. Und da wollen wir ein bisschen was tun für. Ne? Eigentlich hat sich Olaf genau so eine Aufräumaktion gewünscht. Doch das scheint er wohl vergessen zu haben. Ehrlich gesagt, ich hätte heute so gar nichts Lust. Ich bin heute ein bisschen faul, ein bisschen kaputt, ein bisschen müde noch. Ja. Lassen wir uns überraschen. Wir haben es geschafft. Hallöchen. Hallo. So sieht man sich wieder. So schnell geht's. Hallöchen. Geht's dir gut? Ja, es geht. Ich bin nur ein bisschen groggy heute. Heute wird aussortiert, ausgemistet, weggeschmissen. Ich habe damit keine Probleme. Deswegen sind wir jetzt gekommen, weil deine Frau noch nicht da ist. Wenn sie kommt, so muss hier schon ein Riesenhaufen liegen, weißt du? Oh, ja, ja. Was sagst du, hast du Bock? Ja, hört sich interessant an. Ja, das finde ich aber gut. Ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen Schiss. Olaf hat nur wenig Lust zum Aussortieren. Seine Ehefrau Jessica hingegen ist kein Freund von Entrümpelungen. Doch sie ist gerade auf Arbeit und ahnungslos. Also haben die Weißens freie Bahn. Ach, ist sogar noch jemand da? Ich hoffe, du freust dich, uns zu sehen. Da oben ist ja noch jemand. Ach, hallo. Also wir haben Tüten mitgebracht. Wir haben gedacht, wir helfen euch, ein bisschen klar Schiff irgendwie zu machen, auszusortieren, wegzuschmeißen. Und ja, hoffen, dass ihr da mitmacht und Bock drauf habt, weil alleine schaffen wir das nicht. Ja. Hast du Lust? Ja. Ja, 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 hört sich nicht so begeistert an. Aber ja, und du? Hast du Lust? Okay, ich sag grad alles. Also ich hoffe wirklich, dass sich das noch ändert, so die Einstellung der Mädels. Weil bislang war er so, was macht ihr denn hier? Geht wieder? Also runter, Handys weg, würde ich sagen. Jetzt spiele ich mal kurz die böse Mutter. Yay! Yay, genau. Als erstes müssen wir ein bisschen frische Luft reinbringen. Ja, da ist ja kein Sauerstoff und keine Luft. Deswegen sind die auch so schläfrig. Weil wenn man nicht atmen kann, keinen Sauerstoff hat, dann fährst du einfach runter und lebst so in Trance. Ich brauche frische Luft. Wirklich Dinge, die ihr nicht braucht. Wegschmeißen. Ist gut. Einfach anfangen. Du wirst sehen, wenn du anfängst, dann kommt das alles von ganz alleine. Soll ich hier anfangen? Guck mal, glaubst du, ihr braucht noch die, Nein. Die brauchen wir nicht mehr, ne? Weg. Ich glaube, wenn Mama nach Hause kommt und sieht, dass hier weggeschmissen wird, will sie am liebsten den Sack nehmen und reingucken, was weggeschmissen wurde. Davon lassen sich die Weißens aber nicht aufhalten. Guck mal, weißt du was du machen kannst? Du kannst ja mal alle Klamotten einsammeln, weil hier zwischen liegen auch noch Unterhosen. Wo hast du die ganzen Löffel her? Da ist noch einer. Hä? Ey, Lilly, 4 Löffel, ja, ist das dein Ernst? Nein, ist Melody, warte mal kurz. Ist Melody. Lilly, ist das dein Ernst? Was macht ihr denn mit den Löffeln hier? Jetzt wird der ganze Schreibtisch leergeräumt, dass da wirklich nichts mehr steht. Nach wenigen Minuten hat der Ehrgeiz auch die Seelischkinder gepackt. Und nach 3 Stunden sind mehr als 5 große Tüten gefüllt. Die Mädels machen voll mit. Also ich glaube, die haben auch gerade Bock, alles wegzuschmeißen, weil sie keinen Bock haben, das wieder aufzuräumen. Deswegen wird alles weggeschmissen. Ja, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Lutscher. Was ist das? Spinnnetz. Ein klebriger Lutscher, wo sich alles dann festgesaugt hat. Das ist schon echt extrem. Sie hat gesagt, sie weiß nicht mal, wann sie das letzte Mal Staub gewischt hat, die Melodie. Das letzte Mal Staub gewischt habe ich persönlich. Und das war vor 2 Monaten. Echt? Ja. Guck mal, wie dreckig der schon ist. Du wischst den Dreck von links nach rechts. Vor 2 Monaten? Ja, hat er das ja nicht gesagt. Vor 2 Monaten und 2 Jahren. Also ich persönlich kenne niemanden, der so lebt. Tatsächlich, sowas sieht man tatsächlich, glaube ich, nur im Fernsehen. Ja, wird darüber gesprochen.
Es ist eine Schande, so zu leben, ne? Die ersten paar Minuten war es für mich ein bisschen peinlich. Weil es für mich war es eher so, dass jemand kommt und sagt, ey, kannst ja mal aufräumen hier, ne? Aber sagen wir mal so, ich bin ganz zufrieden, dass sie gekommen sind. Alles weg, alles weg. Keine Panik, den Gefallen tue ich dir heute. Rund 20 Kilo Müll sind in Höchstgeschwindigkeit entsorgt. Und was jetzt noch raus soll, muss womöglich an Jessicas Argusaugen vorbei. Yay! Wieder eine Tüte voll. Ich muss euch sagen, meine Frau und meine Tochter kommt. Also, nehmt euch in Acht. Hello. Wir sind gefasst. Hallo. Einfach mal eintreten. Wie wird Jessica auf die Entrümpelungsaktion reagieren? Hier ist schon ganz viel passiert. Lilly hat ausgemistet, sauber gemacht, gewischt, Schränke aussortiert, darunter mal alles weggeschafft. Also ich habe echt gedacht, als ich gehört habe, Jessica kommt, dass da jetzt eine Furie reinkommt und sagt, nee, zeig mir ja, her, sie was hat aber auch schon so geguckt. Ja, sie hat auch schon so geguckt. Und ich dachte echt, sie sagt, zeig mir her eure Tüten, was ihr da so drin habt. Deswegen waren wir ja nicht blöd. Wir haben die Sache schon schnell vom Grundstück entfernt. Ich tue dir voll einen großen Gefallen. Wir nehmen die Säcke alle mit nach Hause. Am liebsten würde ich gleich ins Auto gehen. Gucken. Nein, Schatz. Ich weiß. Das hey. Ganz gut so. Rein und weg. Nach 6 Stunden ist es geschafft. Das Kinderzimmer ist entmüllt und tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder aufgeräumt. Socken hast du gefunden. Ja. Aber es sieht doch wirklich gleich ganz anders aus, oder? Findest du nicht? Ich habe ziemlich viel rausgeräumt und ich find's irgendwie besser hier, jetzt. Olaf und Andrew haben die letzten Stunden gut zusammengearbeitet. Das tolle Ergebnis bringt Andrew auf eine Idee. Warum nicht weitermachen? Gemeinsam. Der Plan ist ja, wenn ihr uns helft, ein bisschen klar Schiff zu machen, vieles zu reduzieren, dann kommen wir wieder. Ich weiß nicht, ob ich ein oder zwei Freunde noch mitbringen kann, dass wir sagen, wir renovieren ihn noch. Also sprich, wir machen Farbe an die Wände. Er hat jetzt eine Aufgabe bekommen. Die werden jetzt in den nächsten Wochen alles mal aussortieren, was Müll ist. Und dann kommen wir und werden gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Farbe an die Wände bringen, ihm vielleicht helfen bei dem Boden. Aber auf jeden Fall die Vorarbeit, das müssen die machen, weil dafür haben wir die Zeit dann nicht. Ne? Tschüss, tschüss. Kommt gut nach Hause. Der nächste Morgen. Frühstück bei Familie Seelisch in Woltersdorf. Die Ausmistaktion vom Vortag ging noch ohne Familie Weiß weiter. Die Nacht war entsprechend kurz. Wir haben angefangen, im Schlafzimmer noch ein paar Kisten auszusortieren und haben dann noch mal 2 Beutel voll gemacht. Ja, und dann sind wir dann. Wann war das später? Wie spät waren das? 0 Uhr, 12:30 sind wir dann endlich ins Bett gegangen. Stolz auf dich? Ja. Na, auf alle. Volle. Also nicht nur auf mich, sondern auch auf alle meine Mädels, auch die Große. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, aber du hast es ausgehalten und hast dich dazwischen gefunkt und hast mich machen lassen, ohne dass irgendwas war. Zeit zum Durchatmen bleibt Familie Seelisch aber nicht, denn das Sozialexperiment geht weiter. Heute soll es aber statt um Schmutz um Spaß gehen. Eine Nachricht. Vorlesen? Ihr Lieben, heute haben wir was Schönes vor. Bitte packt die Badesachen ein. Der Wagen holt euch ab. Wir freuen uns auf euch. Liebe Grüße, die Weißens. Irgendwas mit einem Schwimmbad. Schwimmbad. Also irgendwas mit Schwimm halt. Habe ich überhaupt eine Badehose? Ja, Schatzi, du hast eine Badehose. Aber offenbar hat Sportmuffel Olaf sie lange nicht mehr benutzt. Und auch bei den anderen Familienmitgliedern herrscht bescheidene Vorfreude auf mögliche Bewegung. Wenn die Armen doch nur ahnen würden, was die Reichen geplant haben. Ich habe echt ein Ziel. Ich will die Familie so ein bisschen aus ihrem Loch rauskriegen. So ein bisschen, dass die mal wirklich das Leben schätzen, das Leben leben und nicht nur so ein bisschen, oh, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Dass die mal lachen, dass die mal Spaß bei denen haben. Ja, also irgendwie müssen wir was machen, dass die ein bisschen aus sich rauskommen und nicht nur so in dem Loch sitzen. Der 2-Familien-2-Welten-Bus bringt Papa Olaf gemeinsam mit seinen Töchtern Leonie und Melody zum Zielort. Stichwort Badehose. Die Wasserskianlage hier ist im Sommer das zweite Zuhause von Maddox und Damien. Aber für die Hartz-IV-Familie ist das absolutes Neuland.
Schließlich haben Olaf und seine Töchter eher wenig mit Sport am Hut. Und außerdem könnten sie sich dieses Hobby auch nicht regelmäßig leisten. Wer von euch möchte denn heute überhaupt fahren? Ich. So, auf jeden Fall die beiden Jungs, die beiden Mädels und bei Olaf. Wird Sportmuffel Olaf sich tatsächlich die Wasserski unter die Füße schnallen? Probier's, Papa. Probier geht über studieren. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer noch aufhören. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ich probier's einfach. Also, mehr als probieren kann man es nicht. Mehr aufs Maul fallen geht's nicht. Finde ich super. Machst du auch mit? Ja. Mitgefangen, mitgehangen. 25 Euro kostet dir die Stunde für Erwachsene und 19 Euro für Jugendliche. Das erforderliche Equipment ist im Preis mit inbegriffen. Die 13-jährige Melody macht den Anfang. Und dann hältst du richtig fest und spannst alle Muskeln an, ja? Gut. Alle Muskeln anspannen. Das ist bei langjährigem Stubenhocken so eine Sache. Maddox und Damien machen vor, wie es richtig geht. Und auch die anfangs so lustlose Leonie hat nach einer Weile ein Ehrgeiz entwickelt. Machst du nochmal? Ich versuche es! Jetzt ist aber erstmal Olaf an der Reihe. Und der 49-Jährige will sich wirklich trauen. Doch es gibt ein Problem. Der 130-Kilo-Mann kann nicht in die Knie gehen. Weiter runter geht's gar nicht, ja? Dann sollten wir das lassen, weil sonst zieht's dich nur nach vorne rüber und du tust dir weh, das wollen wir auch nicht. Dann kommst du wieder, wenn es noch ein bisschen besser mit den Knien geht, ja? Heute darf Olaf mit den Skiern nicht aufs Wasser. Zu groß ist die Gefahr, dass er sich beim Start verletzt. Halb so wild, du hast es probiert. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Nee, komm nicht weit genug runter, das ist schade. Dafür hat das Wasserskifieber Leonie und Melody gepackt, wenn auch auf den leichteren Kneeboards. Fahren macht eben mehr Spaß als Fallen. Und Olaf hat sich nach heute Großes vorgenommen. Für mich ist jetzt doch die Motivation da. Ich würde es gerne ausprobieren. Das heißt für mich halt, ich müsste mehr, also noch ein bisschen abnehmen, also dass ich wieder ein bisschen weiter runterkomme. Olafs Sportgeist ist geweckt. Sein Ziel, er will nächstes Jahr wieder hierher kommen, um es dann noch einmal zu versuchen. Gemeinsam mit seinen Töchtern. Denn der Ausflug tut ihnen offenbar gut. Wenn Eltern nie wirklich das Haus verlassen, wo sollen die Kinder denn hin? Ja, also ich weiß, wenn ich die jeden Tag mitnehmen würde hierher, die würden jeden Tag nach Hause kommen, ausgelastet sein, müde ins Bett fallen. Die hätten gar keine Zeit mehr, die Wohnung unordentlich zu machen. Ja, das heißt, ich muss Kindern schon mal einen Arschtritt geben, dass sie irgendwas machen. Von alleine würden meine Kinder auch nichts machen.